L2 Up. Oh, nichts geht auch über frisch geöffnet oder ein Booster-Pack. Karten. Auch ein geiler Geruch. Neues Buch, auch geil, ja. Kaufe ich zwar nie, aber ich weiß theoretisch, wie es riecht. Verbranntes Menschenfleisch, auch ein geiler Geruch. What the fuck? Ich finde... Wisst ihr, was ich auch noch ganz eklig finde? Hä, der passt nicht. Ich hasse es, wenn Leute sich zum Beispiel irgendwie einen Finger schneiden. Komm, wir machen jetzt mal, wer macht es von euch? Und das Erste, was sie machen, ist dann das Blut irgendwie ablutschen. Das ist so ekelhaft. Ja komm, das machen viele, ja, weil ihr Schweine seid. Und ihr könnt jetzt auch mal alle offline gehen. Kein Bock auf euch, Leute. Weil es eklig ist. Blut schmeckt nach einem Big Tasty. Schon smart gebaut, ne? Muss man mal sagen. Kapostel macht auf schlau wie Schlumpf. Ach, der Kapostel ist der Beste, das weiß so jeder. Schack some ducks. So klappt's nicht. Ja, hier, oh, jo, jo, hier ist ja Slippery. Ja, das ist doch mal ein gutes Level bis jetzt. Da ist sofort das alles readable. Das macht Spaß. Das war falsch, oder? Hallo? Wieso? Ach so. Mann, der kickt den ja gar nicht, ne? Ich muss den nach... Ach, okay, verstehe. Ich mach das Woshinator. Ich esse Sushi mit Messer und Gabel. Ich esse nie mit Stäbchen. Ich bin einfach ein Allmann. Ich bin komplette Kartoffel. Durch und durch. So klappt's nicht. Serviert im Hemdkragen? Nee, aber so auf dem Schoß. Also eine Suppe mit der Gabel essen macht natürlich überhaupt keinen Sinn und ist einfach nur dämlich. Aber Sushi mit Messer und Gabel essen ist ja nun... Ups. Ist ja nun überhaupt nicht dämlich. Greif doch den Drecksstein! Chaka. Der ist ja geil. Nettes Levelchen. Okay. Cloud Win. Ich wollte eigentlich noch ins Ninji. Was mache ich jetzt, Leute? Soll ich hier eine Pause machen? Ey, das sieht ja mega aus mit den... Ja, das war falsch. Lese noch kurz.
Alter, mit dem Hack. Ja, ist ja gut, aber er läuft ja auch nicht weg. Ich kann ja auch morgen zu Ende spielen, dann den nächsten. Es sind jetzt noch 5 Exits. Der Hack ist super, ja. Aber ich bin auch ein bisschen heiß auf Ninji, muss ich sagen. Alter, das ist ja ein Mega-Level. Okay, das ist der Hammer. Ey, das Level ist ja der Hammer. Ach, oh, wie unnötig. Boah, das Level ist der Hammer. Ich mag dieses Vertikale und Horizontale. Also, das ist so. Ups. Ah, die fliegt dann dahin. Jetzt verstehe ich's. Ich glaube, ich muss sie einfach nur horizontal einmal anstupsen, quasi. Direkt raus. Und dann fliegt die Wolke zur Pipe. Das ist ja ein geiler Pipe-Entry. Okay, so ist es nicht gedacht, aber so klappt's. Das war jetzt ein bisschen lucky und ein bisschen cheesy-weezy. Ja, ich will ein bisschen ins Ninji rein, Leute. Tut mir leid, das geht nicht anders. Aber das mache ich auf jeden Fall morgen fertig. Also 1000 pro. Um 19 Uhr, ja, gucken wir auf jeden Fall. Ah, das war das Level. Hatte ich das nicht schon gespielt oder bin ich nur kurz mal rein? Was wäre denn, wenn da jetzt wirklich irgendwas von Silksong kommt? Ja, mache ich dann Race oder gehe ich dann... Was wäre denn, wenn jetzt Shadow Drop Silksong kommt? Ja, lol, ich Noob. Waffle, hier muss es hingehen. Okay. Naja, aber vielleicht das ein oder andere geile Game? Darauf hoffe ich ja immer. Endlich mal als Konsolenversion oder so. Okay, boah, ich hab da jetzt gleich richtig Bock drauf. Das zu gucken. Also komplett Bock. Vor allem Microsoft, die machen es halt auch immer gut. Boah, okay, da muss man da wirklich schnell sein. Wow. Wer ist jetzt eigentlich aus dem Chat am Wochenende? Ah, da geht's zweimal. In Krefeld dabei. Ups. Das Level ist genial. Wirklich. Das ist ein geniales Level. Ich fahr zur Magic Con, Thanatos. Ach, du bist auch am Start, Dingo? Hey, was ist mit dieser Shell? Ich glaube, das muss ich machen. Jetzt habe ich es verstanden.
Hä, auch voll cool. Also, der Hack ist fantastisch. Muss man mal sagen. Ich glaube, das nächste Nenji-Level wird mal ein bisschen wilder, in dem Fall. Ja, ich glaube, da sind schon sehr viele Leute, ne? In Krefeld jetzt dabei. Na, ich glaube, hier aus dem Chat kommen aber auch einige Leute. Also ich meine, ich habe das jetzt nie irgendwie hier einen Link gepostet oder so, aber ich glaube, es hat sich ja so ein bisschen rumgesprochen. Ich glaube nicht, dass das ausverkauft ist, um ehrlich zu sein. Wurde das nicht irgendwie erhöht? Ja, ich glaube auch. Ja genau, Ecoplex. Wie du dir vorstellen kannst, das Kaizo-Retro-Treffen ist nur für Leute, die richtig skilled sind. Also Noobs werden da nicht reingelassen. Ist ja wohl klar. Cool. Ja, wahrscheinlich brauche ich die Shell, ja. Also, ich denke mal, es war ja immer voll. Also, was soll noch schlimmer werden? Oder? Ich meine, wenn es voll ist, ist es halt voll. Also. Hallo, mein Name ist Vicky. Der Halbtraum startet. Hallo, oh mein Gott, wie schlecht. Schon wieder Golden Tra? Frühmorgens, Tequila. Könnte ich mir schon vorstellen, ja. Ich dachte, ich brauche den Ball und Chain nochmal. Socker kommt nicht. Locker kommt der. Locker kommt der. Der kommt nicht. Ja, ich bin hart am Start. Bei der Gamescom natürlich. Oh. Hotel schon safe. Ab Mittwoch, von Mittwoch bis... Diesmal nehme ich wahrscheinlich aber den Sonntag nicht mit. Aber von Mittwoch an bin ich auf der Gamescom am Start. Ist 100% safe schon. Lol. Ah, das ist so ein Layer-Ding. Okay, abgefahren. Aber ich muss auch nochmal gucken, wie genau... Ich habe meine Planung für das Wochenende ist überhaupt noch nicht vorhanden. Leider. Hä? Das ist weird. Für die Gamescom gibt es deutlich mehr Planung schon als jetzt für Samstag. I don't think so. Nee, das ist sowieso eine Uhrzeit. Ich wüsste nicht. Also, nee. Also, ich bin auf jeden Fall erst abends da. Lol, was ist das?
Okay. Ja, ja. Mr. Zappa, danke für 48 Monate. Credits. Das war echt ein schöner Hack. Auch wenn man jetzt hier heute nur die letzten 5 Level gesehen hat, der war schon wirklich geil. Schönes Teil, kann ich nur sehr empfehlen. Auch ein schöner Schwierigkeitsgrad. Hat die ganze Zeit Bock gemacht. War nicht irgendwie tiltig oder so.